Eva von Evas Backparty. Und heute habe ich wieder ein schönes weihnachtliches Rezept für euch. Und zwar machen wir heute ganz leckere Zimtschnecken. Und die Zutaten sind 170 Gramm Mehl. Da ist noch einen halben Teelöffel Backpulver mit drin. Dann habe ich hier zweimal Butter, einmal 35 Gramm und einmal 60 Gramm. Die habe ich schon in Stücke geschnitten und die ist auch zimmerwarm. 100 Gramm Zucker und 10 Gramm Vanillezucker. Ich verwende ja immer den selbstgemachten Vanillezucker. Falls ihr gekauft findet, nehmt ihr einfach ein Päckchen. 50 Gramm Frischkäse, ein Eigelb, 5 Gramm Kakaopulver, 2 Teelöffel Zimt und nochmal 20 Gramm Zucker. Und die 35 Gramm Butter, den Zimt und den Zucker, den stellen wir jetzt erstmal zur Seite. Das ist später unsere Füllung. Und den Rest verkneten wir zu einem glatten Teig. So schaut der Teig nach dem Kneten aus. Den Teig rollt ihr jetzt auf einer Silikonmatte oder auf einer Frischhaltefolie aus. Den forme ich gerade erstmal nochmal zu einer Kugel und drücke ihn ein bisschen platt. Und dann legt ihr da eine Frischhaltefolie drauf und rollt so dann euren Teig rechteckig aus. Ich habe die Folie jetzt abgezogen und habe hier einen schönen glatten Teig. Damit ihr den wirklich rechteckig bekommt, klappt ihr ihn einfach immer wieder ein und rollt drüber. Muss natürlich ganz perfekt sein, weil wir ihn ja dann noch zu einer Rolle formen. Und den rolle ich deswegen auf so einer Matte aus, weil er sonst sehr klebrig ist. Ich habe meinen Teig jetzt ungefähr 30 cm auf so 23 cm lang ausgerollt und er ist ungefähr 3 bis 4 mm hoch. Und jetzt stellen wir noch die Füllung her. Für die Füllung zerlassen wir jetzt die Butter mit dem Zucker und dem Zimt in einem Topf, bis sich alles gut verflüssigt und vermischt hat. Bei mir hat sich jetzt alles verflüssigt und dann könnt ihr es auch schon vom Herd nehmen. Ihr müsst übrigens rühren, dass euch da nichts anbrennt. Ich habe es jetzt ganz kurz ein bisschen abkühlen lassen, dass es nur noch handwarm ist. Und das verstreichen wir jetzt eben auf unserem Teig. Habt ihr dann eure Rolle, dann rollt ihr sie in eurer Folie oder in eurer Silikonmatte ein und stellt sie schön kalt. Also mindestens 1 bis 2 Stunden braucht sie schon, bis sie richtig kalt ist. Meine Rolle ist jetzt richtig schön kalt und richtig fest und so können wir sie auch schön schneiden. Und ich habe jetzt auch schon mal den Ofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und mir ein Backblech mit Backpapier belegt und darauf werde ich jetzt die Streifen drauflegen. Ich werde jetzt ungefähr einen halben Zentimeter breite Streifen schneiden. Und so kommen jetzt unsere Zimtschnecken für etwa 10 bis 15 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. So schauen die leckeren Zimtschnecken nach dem Backen aus und sie sehen auch wirklich schön wie kleine Schneckchen aus. Und wer mag, kann sie jetzt mit ein bisschen Puderzucker bestäuben. Wir haben die leckeren Zimtschnecken gerade schon probiert und schmecken sie wirklich sehr gut. Sie sind schön zimtig und außen sind sie schön knusprig. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video und dieses Rezept gefällt. Ich würde mich über ein Däumchen und einen Kommentar freuen. Falls ihr es nachmacht, würde ich mich natürlich über ein Bild auf meiner Facebook-Pinwand freuen. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Da verlinke ich auch wie immer das Rezept. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und eine schöne Weihnachtszeit.